Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute wieder meine aufgebrauchten Beauty-Produkte, aber auch Food-Produkte von DM, die ich die letzten Wochen eben leer gemacht und aufgebraucht habe. Darunter sind auch viele Favoriten von mir dabei. Und wenn euch solche aufgebraucht Videos gefallen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall unglaublich darüber freuen, denn ich lade regelmäßig solche aufgebraucht Videos für euch hoch. Bevor es aber losgeht mit dem Video, habe ich natürlich wie in jedem Video von mir auch noch eine Videofrage an euch. Und zwar würde mich heute interessieren, ob ihr Trockenshampoo benutzt und wenn ja, welches? Schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Dann starte ich doch direkt mal mit meinem absoluten Lieblingstrockenshampoo. Und zwar benutze ich meistens das hier. Ich mag das so gerne. Das ist von Batiste. Das Trockenshampoo Rose Gold. Das duftet nach Rosenduft. So sieht das aus. Mit dem bin ich einfach total zufrieden. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal die ganzen Beauty- und Pflegeprodukte und danach zeige ich euch die Lebensmittel, die ich aufgebraucht habe. Da kommen auch wirklich sehr, sehr tolle. Ich benutze Trockenshampoo eigentlich schon öfters in der Woche, weil ich ja versuche, meine Haare nur einmal pro Woche zu waschen. Und wenn meine Haare eben nicht mehr so frisch aussehen, dann benutze ich auch nach dem vierten oder fünften Tag Trockenshampoo, vor allem gibt das den Haaren dann auch wieder ein schönes Volumen. Ja, das hilft, finde ich, den Haaren ist sowas von gut. Die Haare sehen dann wieder total frisch aus. Weitermachen wir mit diesem Produkt hier von Dalton, Meeres Kosmetik. Und zwar habe ich hier das Hyaluronic Urea Hydra Boost Serum komplett aufgebraucht. Das ist feuchtigkeitsspendend, aufpolsternd und reduziert auch Trockenheitsfältchen. Das ist auch für empfindliche Haut geeignet und das habe ich jeden Morgen und jeden Abend auf mein Gesicht, mein Hals und auch auf mein Dekolleté aufgetragen. Das ist wirklich sowas von gut. Ich merke total einen Unterschied und deswegen habe ich mir das direkt nochmal zugelegt. Den Online-Shop von Dalton und das Serum verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Die haben so tolle Produkte. Dann habe ich mein geliebtes Micellenreinigungswasser von Garnier Skin Active aufgebraucht. Komplett schon wieder. Das benutze ich täglich in der Früh und auch abends zum Abschminken dann. Das ist das Micellenreinigungswasser All-in-One mit Rosenwasser. Für müde und empfindliche Haut, das entfernt Make-up, reinigt schonend und bringt danach die Haut sogar zum Strahlen. Das gibt einen richtig schönen Glow. Das ist das Rosane und mit dem Rosanen komme ich wirklich am besten zurecht. Das trocknet meine Haut nämlich auch nicht aus. Von B-Routine habe ich dann eine Neuheit entdeckt, die habe ich sofort ausprobiert. Und zwar ist das eine SOS-Lippenpflege-Ampulle, also eine Ampulle für die Lippen. Das ist ja schon etwas Außergewöhnliches. Und deswegen habe ich mir das auch gekauft zum Testen. Die Ampulle spendet Ultraglanz und intensive Feuchtigkeit für spröde Lippen mit High-End-Ölkomplex. Und meine Lippen sind ja immer so spröde. Und das war wirklich sehr, sehr gut. Würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen oder will ich mir wieder nachkaufen. So sieht die Verpackung aus. Die hat mich natürlich auch sofort angesprochen. Ja, mega cooles Produkt. Das hat meine Lippen total zart und weich gemacht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn ich mir das wieder kaufe und verwende. Weiter geht es mit einem aufgebrauchten Duschgel von Nivea. Das ist eine Pflegecreme-Dusche. Aloe heißt die. Das ist mit natürlicher Aloe Vera und hat einen milden, frischen Duft. Und das Duschgel fand ich wirklich sehr angenehm auf der Haut und hat super angenehm geduftet. Hat mir gut gefallen, hat auch keinen ausgeprägten Duft jetzt gehabt. Würde ich auf jeden Fall wieder nachkaufen. Dann habe ich eine kleine Dose Haarspray aufgebraucht. Ich benutze Haarspray wirklich sehr, sehr selten, nur wenn meine Haare irgendwie hier oben so komisch wegstehen. Diese, eigentlich vereinzelte Haare, das mag ich überhaupt nicht. Und das habe ich jetzt bestimmt, ein halbes oder dreiviertel Jahr benutzt, weil ich, wie gesagt, zu wenig einfach verwende. Das kaufe ich meistens bei DM bei diesen Mini- und Testprodukten. Das ist jetzt das Tuft Volumen Haarspray. Weiter geht es mit meiner allerliebsten Wimperntusche. Da habe ich auch wieder eine aufgebraucht. Bei mir hält die einfach nur 3 bis 4 Wochen. Also ich weiß auch nicht, manche haben ja schon von euch geschrieben, dass die monatelang hält bei euch. Aber bei mir irgendwie nicht. Auf jeden Fall liebe ich da die von Essence, die heißt Get Big Lashes Volumen Curl Mascara. Müsst ihr auf jeden Fall unbedingt mal ausprobieren. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe dann auch wieder eine komplette Dose von meinem Lieblings-Deo-Spray leer gemacht. Das ist das von Balea. Heißt Gold Moon, hat 0% Aluminium und duftet nach diesem Alien-Parfum. Boah, ich kann es jetzt noch riechen. Der Duft ist so gut. Das benutze ich total gerne. Dann habe ich wieder mein Kérastase Haarshampoo leer gemacht. Das hält bei mir, ich glaube,
10 bis 12 Monate, also wirklich extrem lange, weil wie gesagt, ich wasche meine Haare nur einmal pro Woche. Ja, und dann gönne ich mir schon eine gute Haarpflege. Ich bin so zufrieden mit der. Die ist echt der Wahnsinn. Das ist die orangene und meine Haare fühlen sich einfach jedes Mal an wie nach einem, ja, Friseurtermin. Das Gefühl will ich wirklich nicht mehr missen wollen und das pflegt halt die Haare auch mega gut. Das hat mein Friseur auch schon gesagt, dass ich so ja, gesunde Haare einfach habe. Das ist die orangene Reihe. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Reihen. Und ich habe halt einfach immer das, ja, orangene hier. Vielleicht probiere ich mal etwas anderes aus. Aber mit dem bin ich halt sehr zufrieden. Von der Altomeris Kosmetik habe ich dann auch noch dieses kleine Produkt hier aufgebraucht. Das ist die Bodycare Spa Deluxe Körperbutter. Das ist eine samtige Körperbutter, die den Körper eben total, ja, angenehm pflegt. Das Produkt war jetzt in meinem Adventskalender von Dalton drin, von letztem Jahr. Das habe ich jetzt aufgebraucht. Gibt es aber auch in der normalen Größe zu kaufen. Ja, die ist wirklich sehr, sehr gut. Habe ich auch total gerne verwendet. Und die hat halt auch so einen angenehmen Geruch. Von Balea diese Anti-Pickel-Patches habe ich dann auch aufgebraucht. Die benutze ich auch immer, wenn ich einen Pickel habe. Bevor ich schlafen gehe, mache ich mir dann so ein transparentes Patch einfach auf den Pickel drauf. Klingt zwar eklig, aber der zieht über Nacht die ganzen, ja, Unreinheiten und auch das Eiter raus. Und in der Früh kann man das dann entweder ausdrücken oder hat den schon komplett ausgetrocknet. Außerdem ist das antibakteriell und auch hautberuhigend und ist mit Salicylsäure. Ein Nagellackentferner von Ebelin, der blaue war das hier mal, habe ich auch leer gemacht. Der ist mit einem fruchtig frischen Duft. Der von Ebelin ist auch perfekt für dunkle oder auch Effektnagellacke. Ich habe dann hier auch eine Flüssigseife von Balea aufgebraucht und zwar ist das die Calm Kokos. Die ist mit Kokosextrakt und duftet nach einem sanften, ja, Kokosnussduft. War auch sehr gut, muss ich sagen. Ja, und sieht so aus. Ich habe dann auch meine Lieblingshandcreme wieder aufgebraucht. Die brauche ich immer auf, die kaufe ich mir auch ständig wieder nach. Und zwar ist das die von Neutrogena, das ist die rote hier. Die hilft mir so gut gegen extrem trockene und spröde Hände. Vor allem jetzt auch, wenn man sich die Hände einfach so oft wäscht und auch desinfiziert. Ich creme mich meistens jeden Abend ein und mache mir einfach dann eine dicke Schicht auf die Hände, dass es in der Nacht einziehen kann. So sieht die aus, die benutze ich aber wirklich schon jahrelang und bin immer noch total begeistert. Ich habe dann hier auch noch eine kleine Probe von HR aufgebraucht, also von Helena Rubinstein. Das ist eine Augenpflege, eine Augencreme. Da muss ich direkt bei Douglas vorlesen, weil auf dieser Probe steht halt echt kaum was drauf. Aber ich fand die richtig gut. Das ist eine Powercell-Augenpflege. Und zwar hat die eine Festigkeitsformel, die auf natürliche pflanzliche Zellen setzt, um die Haut zu pflegen und dunkle Augenschatten und andere Farbveränderungen verschwinden zu lassen. Für einen strahlenden, frischen Blick. Und ja, die habe ich mir in der Früh immer aufgetragen. War halt einfach leider, ja, so eine kleine Probe. Aber ja, also ich fand die echt wirklich sehr gut, muss ich sagen. Davon würde ich mir auch die Originalgröße kaufen. War auch wirklich sehr angenehm auf der Haut. Dann habe ich hier auch meine Zahncreme von Meridol wieder aufgebraucht. Die benutze ich auch täglich. Und zwar ist das extra eine, die die Ursache von Zahnfleischbluten, Bluten und Entzündungen bekämpft. Ich habe immer, ja, so Probleme im Mundbereich mit Aften. Die habe ich an den Backen innen, am Zahnfleisch, an der Zunge. Also es ist echt richtig krass. Und ich finde schon, dass die mir um einiges hilft, dass die erst gar nicht so ausbrechen können. In manchen Zahncremen ist nämlich auch ein Stoff enthalten, der das alles, ja, so affen und so fördern kann. Und das ist in der eben auch nicht drinnen. Und ja, die hilft einfach zur Vorbeugung. Das ist die von Meridol, die blaue hier. Ich habe dann noch ein Duschgel aufgebraucht und zwar von Dove. Das ist auch ein Favorite von mir, habe ich bei Action gekauft. Und zwar ist das wiederbelebend und mit dem Duft, der Duft ist einfach der absolute Hammer. Und zwar duftet das nach Granatapfel und Hibiskustee. Also das ist wirklich so ein traumhafter Duft. Das ist wirklich jetzt eins meiner Lieblingsduschgele geworden. Muss ich mir unbedingt wieder nachkaufen, wenn ich beim nächsten Mal bei Action bin. So, jetzt kommen wir auch schon zu Lebensmitteln, die ich bei DM gekauft habe. Ich mag es ja total gerne, Lebensmittel bei DM, ja, zu testen, weil die immer so tolle
gesunde und auch vegane, ja, Snacks und Lebensmittel einfach, ja, anbieten. Und es kommt einfach immer mehr. Ich bin zwar kein Veganer und auch kein Vegetarier, aber ich finde, man kann doch einfach mal was ausprobieren, was Neues. Und da bin ich immer schon sehr gespannt drauf. Hier auf jeden Fall eine Empfehlung, habe ich mir auch schon öfters nachgekauft. Das sind von DM Bio Kichererbsen-Chips mit Meersalz. Die schmecken ein bisschen wie die Pombeeren. Kennt ihr die? Das sind auch so fluffige Chips und schmecken wirklich total lecker. Von Freche Freunde mag ich auch total gern diese gefriergetrockneten, ja, Obststückchen. Da habe ich jetzt zwei aufgebraucht. Einmal diese Erdbeerstückchen. Oh, da könnte ich mich auch reinlegen. Ist auf jeden Fall eine gesunde Snack-Alternative. Und hier dann auch einmal mit Mango. Das sind Mangofruchtchips. Die sind alle ohne Zusatzstoffe und 100% natürlich. Von Rotbäckchen kaufe ich mir auch ganz oft diesen leckeren Saft hier. Kaufe ich auch manchmal in groß, aber hier habe ich einen, ja, kleinen leer gemacht. Das ist der Classic. Der ist eben mit Eisen zur Blutbildung. Ich habe ja einen Eisenmangel und deswegen trinke ich ganz oft den Saft. Der schmeckt auch wirklich sehr, sehr gut. Von der MBU habe ich dann auch wieder diese Erdbeeren- und Bärenschokolade leer gemacht. Sieht man leider nicht mehr, wie die ausgesehen haben. Auf jeden Fall waren das gefriergetrocknete Erdbeeren umhüllt mit weißer Schokolade und auf der weißen Schokolade war dann auch noch Bärenpulver drüber. Hat auch extrem gut geschmeckt und die kann man sogar auch als Topping für Bowls zum Beispiel, ja, verwenden. Habe ich auch gemacht oder einfach, ja, so snacken. Von Oatsam habe ich dann hier auch eine Smoothie Bowl aufgebraucht. Das ist die Geschmacksrichtung Captain Blaubeer mit Blaubeere und Himbeere. Diese Bowls sind alle ohne Zuckerzusatz, 100% natürlich und auch vegan. So eine Packung reicht für eine Bowl und ich finde, die Bowls gehen einfach so schnell und so einfach. Von der MBio wieder habe ich dann hier eine Falafel-Packung ausprobiert. Die muss man selber zusammenmischen, aber die muss man einfach nur mit Wasser aufgießen, dann kleine Bällchen drauf machen und in die Pfanne. Und die schmecken wirklich sehr, sehr gut. Hätte ich nicht gedacht. Das war das erste Mal, dass ich Falafeln ausprobiert habe. Werde ich auf jeden Fall öfters kaufen. Als Beilage kann man das gut essen. Oder auch in den Salat mit rein. Und so eine Packung ergibt dann 13 bis 15, ja, Stück. Von Freche Freunde neu gibt es ja diesen Haferdrink mit Banane und Kakao, den habe ich auch schon ausprobiert. Kann man auch nix sagen. Mir schmeckt der ziemlich gut. Kann man auf jeden Fall dazwischen trinken. Der ist auch ohne Zuckerzusatz. Diese Packung hier, das sind solche Manuka-Honig-Gums. Solche, ja, Art Gummibärchen waren das. Mit Vitamin C habe ich auch aufgebraucht. Manuka soll ja total gesund sein und diese Gummibärchen sind auch wohltuend für Hals und Rachen. Also das habe ich wirklich gemerkt. Also Wahnsinn. So sieht die Verpackung aus. Das war es jetzt mit meinen aufgebrauchten Beauty- und auch Food-Produkte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.